Hallo, ich wollte euch die App zeigen und außerdem wollte ich euch erklären, wie das jetzt genau ist, wenn V, beziehungsweise wenn eben stattdessen die Winkelgeschwindigkeit im Kreis konstant bleibt. So, schauen wir uns diese GeoGebra-Apps an. Ihr könnt sie hier unten starten, dann läuft einfach die Zeit durch. Alternativ, wenn ihr diesen Knopf hier nicht findet, könnt ihr hier auf das T gehen und hier die Animation starten. Und ich würde immer, wenn ich was umgestellt habe, das wieder auf 0 zurücksetzen. Außerdem könnt ihr die Bahngeschwindigkeit anzeigen lassen und oder gleichzeitig die Winkelgeschwindigkeit. So. Und jetzt, wenn wir uns die Karussellaufgabe nochmal überlegen, haben wir zwei Situationen. Einmal habe ich gesagt, dass die Winkelgeschwindigkeit gleich bleibt beim äußeren und beim inneren Radius und einmal, dass die Geschwindigkeit, also die Bahngeschwindigkeit, gleich bleibt. Der einfachere Fall ist, dass die Winkelgeschwindigkeit gleich bleibt, deswegen schauen wir uns das zuerst an. Die Winkelgeschwindigkeit setzen wir jetzt einfach mal auf 1, damit das ein schöner ablesbarer Wert ist. Und beim Radius 2 haben wir dann die Bahngeschwindigkeit 2. So, wir lassen mal die Bahngeschwindigkeit anzeigen und starten die Animation. Das Auto fährt jetzt natürlich im Kreis. Und jetzt ist die Frage, was passiert, wenn ich den Radius ändere? Wenn ich den Radius ändere und die Winkelgeschwindigkeit gleich bleibt, heißt es ja, dass das Objekt langsamer fahren muss, weil Winkelgeschwindigkeit bedeutet im Endeffekt, wie viel Winkel wird pro Zeit überstrichen. Wenn ich jetzt also einen kleineren Radius habe, muss ich eine kürzere Strecke auf dem Radius laufen, um dennoch in derselben Zeit denselben Winkel zurückzulegen, also auch in derselben Zeit eine Umdrehung zu schaffen. Und wir sehen auch, ich mache hier den immer kleiner und das Auto fährt auch immer langsamer. Und wenn ich es groß mache, so, dann sehen wir, dass das Auto zu rasen beginnt und dass auch der Pfeil für die Bahngeschwindigkeit total steigt. Wenn wir uns jetzt die ganze Zeit hier aber die Winkelgeschwindigkeit anschauen, dann bleibt die ganze Zeit gleich. So, jetzt habe ich es versehentlich verschoben. Hier gehen wir nochmal hier drauf. Und jetzt klappt es. Genau. Der Pfeil bleibt die ganze Zeit gleich lang, aber der Geschwindigkeitspfeil wird immer kleiner und wir sehen sehr deutlich, dass das Auto auch nur langsamer fahren muss, um dieselbe Winkelgeschwindigkeit zu haben. Und das ist auch der Grund, warum ihr jetzt beim Karussell, wenn ihr nach innen geht, weniger Zentripetalkraft erfahrt, obwohl der Radius kleiner ist. Der Punkt ist, das Karussell dreht sich ja quasi an jeder Stelle mit derselben Winkelgeschwindigkeit, weil jede Stelle braucht gleich lang, um einmal um den Kreis zu gehen. Das ist wieder wie beim Sekundenzeiger der Uhr. Egal an welcher Stelle ihr auf dem Sekundenzeiger seid, eure Winkelgeschwindigkeit ist immer dieselbe, weil jede Stelle kommt gleich schnell rum. Aber die Geschwindigkeit ist eine unterschiedliche. Genau. Und dadurch ist es jetzt so, dass wenn ihr nach innen geht, eure Geschwindigkeit viel, viel kleiner ist. Und deswegen habt ihr auch weniger Zentripetalkraft. So, beenden wir diese Animation und schauen uns jetzt dasselbe Spielchen an mit konstanter Bahngeschwindigkeit. Wir machen die Bahngeschwindigkeit wieder sichtbar, starten die Animation. So, konstante Bahngeschwindigkeit heißt jetzt, dass wir immer gleich schnell drehen. Das bedeutet, wenn ich jetzt den Kreis kleiner mache, drehe ich mich trotzdem noch genauso schnell, also das Auto fährt genauso schnell, schafft dadurch aber viel mehr Runden. Das sehen wir, wenn ich den Kreis ganz klein mache. Genau. Jetzt schaut es so aus, als würde das Auto total zappeln, weil es so schnell rumkommt. Es fährt aber genauso schnell wie vorher, nur dass es jetzt eine viel kürzere Strecke für einen Kreis braucht, also schafft es viel mehr Runden. Das Gegenteil sehe ich natürlich, wenn ich den Kreis sehr, sehr groß mache. Das Auto ist immer noch genauso schnell, was wir am Pfeil für V-Bahn erkennen. Aber jetzt braucht es ewig für eine Runde. Gut, nehmen wir die Winkelgeschwindigkeit dazu. Das bedeutet nämlich, dass die Winkelgeschwindigkeit jetzt außen sehr klein ist. Und wenn wir jetzt aber den Kreis wieder sehr, sehr klein machen, wird die Winkelgeschwindigkeit schlagartig in die Größe springen. So. So, jetzt endlich. Hier bei einem kleinen Radius sehen wir es. Zack. Die Winkelgeschwindigkeit wird riesig. Und wie gesagt, wir sehen es auch beim Auto,
weil das Auto jetzt ganz viel Umdrehung schafft. Ihr seht natürlich auch, jetzt fahren wir genauso schnell wie vorher, aber eine engere Kurve. Das heißt, jetzt steigt die Zentripetalkraft total. Als Fazit können wir festhalten, wenn wir bei gleicher Bahngeschwindigkeit eine engere Kurve fahren, dann ist die Zentripetalkraft viel höher, siehe dieses Bild. Wenn wir aber bei derselben Winkelgeschwindigkeit einen kleineren Kreis fahren, dann ist die Zentripetalkraft viel geringer, weil ja auch das Auto viel kleiner ist.